Hinein in die Wintersaison, deswegen heute das erste Mal im Studio. Nein, hoffentlich nicht der Winter. Das ist nur so ein kurzes Herbstl momentan, ein bisschen feucht ist draußen, etwas kühler. Aber ich kann eins sagen, die Wetterfrösche haben versprochen, es wird wieder wärmer. Aber warm wird uns auf alle Fälle, denn wir starten gleich hinein in den Tag mit Bewegung. Wie gesagt, heute für mich komplett einmal neu im Studio. Ja, hüftbreiter Stand, schauen wir uns mal stehen. Bauchnabel sitzt zur Wirbelsäule und jetzt geht's einmal los. Am Stand bewegen wir uns, gehen wir, aber wir achten darauf, dass wir wirklich schön hier, ja, Fußballen, das heißt bekräftigen, wir mobilisieren, wir aktivieren einmal unsere Fußsohle selbst, die brauchen wir im täglichen Leben immer wieder, ja, kräftigen praktisch auch unsere Sprunggelenke, ja, Wadenmuskulatur spüren wir auch, lassen die Arme leicht mitschwingen, genau, und so starten wir mal hinein in den Tag, Atmung, ganz wichtig, ja, und wir blicken natürlich auch gleich auf unsere Fotos, die wir natürlich wieder zuhauf bekommen haben. Unter anderem ist es die Svenja, die ist 17 Monate jung und da hat mir die Mama erzählt, es ist lustig, die liegt auf der Couch und kaum kommt der Philipp, springt sie runter und macht mit. Also auch die Jüngsten schon mit dabei. Ich glaube, das ist überhaupt die Jüngste, die mitturnt, was ich so gesehen habe. Dann haben wir die Oma Margit, die hat mir ein Foto geschickt vom Enkel, dem Jonas. Ja, genau, da schau, also der ist schon ein bisschen älter jetzt, der turnt mit. Und wenn wir wieder zurückkommen, dann achten wir darauf, dass wir jetzt größere Bewegungen mit den Armen machen. Richtig schön. So. Kann man ein bisschen mehr Schwung hineinbringen. Genau. Etwas mehr Action, damit wir richtig ins Schwitzen kommen, weil bei uns im Studio, da ist es auch etwas wärmer als draußen. Genau, sehr gut. Und jetzt nehmen wir die Knie dazu. Genau, werden wir ein bisschen intensiver. Währenddessen wir zur Brigitte schauen. Die ist in Lades in Tirol auf Urlaub. Und dann macht sie auch mit. Da ist sie schon, die Brigitte. Ja. Ja. Und dann höre ich gerade von der Regie, die Inge tanzt. Inge tanzt, servus, grüß dich, aus Villach, die ist seit Anfang an dabei. Ja? Und wir schauen drauf, zack, und da können wir schon dynamischer werden. Genau, heben wir vorne an, wir haben den Kniehub mit dabei. Ja, wir haben die Arme. Sehr schön. Und jetzt, Achtung, zack, diagonale stabilisieren. Und wir gehen wieder. Und die andere Seite. Ja, genau. Kurz stehen bleiben, stabilisieren. Und wir gehen wieder weiter. Und noch einmal die andere Seite. Da sind wir richtig aufwärmend. Ausgezeichnet. Und wieder nach oben. Ja. Und dann haben wir noch, währenddessen wir das tun, die Anita, die hat mir geschickt. Die sind auf Urlaub. Und zwar in St. Georgen im Walde. Da haben wir schon. Die haben uns ein Video gesendet. Und zwar haben wir da die Enkel, die Sarah und den Olli und die Großcousine, die Anna, die ist auch mit dabei. Und nach oben. Genau, so, jetzt werden wir wieder kleiner. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir laufen praktisch am Stand. So Skippings. Probiert es einmal richtig schön langsam und probieren schneller zu werden. Ja, richtig schön, dass wir aufwärmen. Da wird es warm, gell? Und bei uns im Studio, glaube ich, hat es heute gefühlte 27 Grad. Und da kommt der Kreislauf so richtig in Schwung. Genau, so soll es sein. Ja, geht schon, komm. Da sind wir richtig aufwärmen, wir alle miteinander. Ob jung oder alt. Übrigens, wichtig, Eigenverantwortung. Macht das nur so gut es geht. Wenn das euer schnellstes Tempo ist, ist das auch okay. Erst dann steigern wir, gell? Step by step. Gut. Einmal durchatmen. Wir stellen uns jetzt schulterbreit hin, geben unsere Fingerspitzen zur Schulter. Und jetzt einmal können wir etwas ausatmen, nachdem wir gescheit aufgewärmt sind. Und mobilisieren. Mal da praktisch. Dann das Schultergürtel. Genau. Schön langsam mal beginnen. Ja, die Regie sagt gerade, warum ich so schnaufe. Ja, es ist ein bisschen warm, es ist schon. Also ich glaube, das sind Special Conditions heute. Ich komme mir etwas vor wie in der Sauna. Ja, sehr schön. Gut. Ja, übrigens, die Sabine hat mir gesagt, in Südtirol turnen sie mit. Also, liebe Südtiroler, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir werden jetzt mittlerweile ein bisschen größer. Das heißt, wir nehmen auch die Lendenwirbelsäule nehmen mit. Schultergürtel haben wir da. Drehen wir richtig schön. Von rechts nach links. Genau, mobilisieren da. Ist das herrlich. Ja, und da sind wir auch schon wieder beim Thema. Weil ich sage ja, erstens einmal die Eigenverantwortung. Aber solltet ihr irgendwelche Einschränkungen haben, die merkt, das hackt, das geht nicht so, dann bitte das mit dem Therapeuten abklären. Ja? Das Gleiche gilt auch, solltet ihr in therapeutischer Behandlung sein, fragt auch noch, was dürft ihr tun und was solltet ihr eher lassen. Ja? So, und wir werden jetzt größer, das heißt, wir holen uns aus dem Ladl was aus, ja? Nehmen aber auch gleich, ja, unser Beinchen mit, drehen uns richtig schön aus. Und da können wir schon dynamisch hineingreifen. Genau, und da bringen wir Schwung hinein. So ist es.
Und mit all diesen Bewegungen, da aktivieren wir unseren Körper, ja. Der weiß, er tut was. Und das ist das Gute. Damit mit Bewegung können wir vorbeugen, sprich unser Immunsystem stärken und dem Virus die lange Nasen zeigen. Nicht? Weil unser Immunsystem, das ist gestärkt durch die Bewegung. Ja, da holen wir. So, richtig lang machen, von oben was rausholen. Von der Seite. Ja, ausgezeichnet, bring ein bisschen Schwung. Power rein, sehr gut. Ja, rechts, links. Lächeln aufsetzen, atmen, schwingen. Oder wie gesagt, langsam. Ihr entscheidet. Ja? Wir beginnen mit der kleinen Bewegungsgröße und werden dann schneller und flotter. Okay. Kurz ausschütteln, kommen wir zur Mitte. Bei der nächsten Übung ist es so. Und zwar ungefähr Schulter, Hüftbreiterstand so dazwischen, wie man sich am besten oder am wohlsten fühlt, denn desto enger wir zusammenstehen, desto kippeliger wird es. Wenn man sich so besser fühlt, dann stellt euch so hin. Ihr selber fühlt es auch am besten. Und jetzt, ja, haben wir unseren Kniehub, dann strecken wir, beugen wir, strecken. Kniehub, strecken, beugen, strecken. Ich zeige es mal von der Seite. Wenn man Sessel oder irgendwas braucht zum Anhalten, haben wir gestern schön gesehen auf einem Foto. Also, zunächst einmal unser Standbein gescheit verwurzeln. Dann machen wir Kniehub, strecken, beugen, strecken. Achten aber darauf, dass wir eventuell das Mattel oder den Boden nicht berühren oder nur ganz leicht. Nicht abstellen, ja. Aufrechte Körperhaltung, zack. Da kräftigen wir gleich mal vorne, den wir hinten. Dann gehen wir runter, ja. Dann merkt man da richtig schön, dass wir da dehnen und hinten die Kräftigung haben. Genau, und da machen wir gleich mal. So. Und dann könnt ihr mal probieren, solltet ihr jetzt irgendwo einen Sessel haben zum Anhalten, schaut mal, lasst einmal ganz locker, ja? Schaut mal, locker lassen, nehmt vielleicht die Arme dazu, ja, damit ihr euch etwas sicherer fühlt. Sehr gut. Und dann probieren, steigern. Schaut, jetzt habe ich ein bisschen austarieren, auch ich komme ab und zu auch aus dem Gleichgewicht. Gut, stellen wir kurz ab, verwurzeln jetzt einmal das andere Bein und auch da wieder Körperspannung, gell? Und was drauf achten natürlich, ja, und los geht's. Eins, zack, und genau, das machen wir jetzt gerne. Gut schaut das aus, ja, sehr fein. Und wenn es wackelt, ist es okay, dann trainieren wir. Das heißt, ist ja auch eine koordinative Übung, wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir im Gleichgewicht bleiben, müssen aber das Haxerl vorne anheben, strecken wieder, beugen, strecken, gar nicht so easy, gell? Ja, aber das brauchen wir dann gleich. Schaut, auch ich komme ins Wackeln. Und das auf einem, ja, also einen planen Untergrund hier bei uns im Studio. Da sind keine Standard, nichts. Gibt es keine Ausreden heute. Und auch ich wackel. Aber das Wackeln, wie gesagt, ist gut. Wir trainieren. Okay, wir schütteln aus. Jetzt sind die Fusseln aufgewärmt und jetzt kommen wir zu unserer Kniebeuge. Das heißt, diejenigen, die sagen, sie fühlen sich noch nicht so sicher, nehmen sich vielleicht einen Sessel hinten hin, dass wenn es da ein bisschen schwächelt, damit man sich niedersetzen kann. Und zwar, wir schauen, schulterbreiter Stand und jetzt gehen wir nach unten. Ja, und wieder nach oben. Ich zeige es einmal von der Seite. Da achten wir wieder drauf, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, gehen wir nach unten. Ja. Und schieben schön übers Gesäß wieder nach oben. Schauen vielleicht auch drauf, dass wir nicht so sehr mit den Kniespitzen über die Zehenspitzen ragen. Sehr fein. Zack. Und immer da auch drauf achten, gell? Da. Bewusst. Genau. Sehr gut machst du das. Und wir gehen wieder nach unten. Und da kann man natürlich noch weiter nach unten gehen, so gut es geht. Und wieder nach oben. Schön über die Schenkel, sprich übers Gesäß. Ich mache es gerne ein bisschen breiter. Ich komme wieder zu euch. So, und ich glaube, aufgewärmt sind wir. Zehnte machen wir gemeinsam, ja? Zehnte schaffen wir. Gut, Achtung, also. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Und beim Zweier werden wir schon ein bisschen langsamer. Langsam nach unten, langsam, langsam, soweit es geht. Ein bisschen weiter. Und wieder nach oben. Und auch beim letzten. Langsam nach unten, langsam. Ja, sehr, sehr gut. Nach unten. Und jetzt holt einmal die Position. Haltet. Ja, aufpassen. Halten, halten. Ja, und geht's, geht's. Jawohl, das brennt in die Schenkel. Und jetzt nach oben. Oh. Puh, genau, er sagt es gerade.
Kitzbühel, Zielenfahrt. Wir schütteln ganz kurz aus. Mein Regisseur, da mein im Ohr, der Bernd. Kurz ausschütteln. So, jetzt haben wir natürlich gekräftigt. Jetzt stellen wir uns hin und machen was für die Mobilisation unserer Gelenke, sprich Fußgelenke. Ein Bein wieder einmal, das verwurzeln wir. Dann lösen wir aus und wir zeichnen mit unserem Fußgelenk, sprich mit den Zehenspitzen, probiert einmal einen liegenden Achter zu zeichnen. Auch da kann man sich wieder anhalten. Liegender Achter, Standbein nie ganz gestreckt, gell, darauf achten. Aufrecht stehen wir. Aber probiert einmal einen stehenden Achter zu zeichnen. Habe ich heute probiert, gar nicht so leicht, gell, wenn er so aufgestellt ist. Ne? Da merkt man, da tut sich was im Gelenk. Ja? Stehend. Und jetzt probiert es nochmal liegend. Sehr fein. Okay, ausschütteln. Wir wechseln das Bein. Auch da wieder gescheit verwurzeln, damit wir einen guten Stand haben. Und dann geht's schon. So, einen liegenden Achter. Und man kann dazwischen mal auch probieren, die Richtung zu wechseln. Auch nicht so einfach, muss man sich darauf konzentrieren. Gell? Erstens mal gescheit stehen, dann soll man den Achter machen. Und auch da mal probieren, einen stehenden Achter zu zeichnen. Der Achter, der hat's. Ja? Kommt auch aus der Therapie. Sehr fein. Und das sind die Basisübungen, die wir machen. Sehr schön. Okay, wir schütteln aus. Jetzt machen wir das gleiche mit dem Knie. Ja? Knie nach oben und probieren da jetzt einen liegenden Achter zu zeichnen. Fangt einmal klein an. Ganz klein beginnen. Ja? Und dann kann man immer größer werden mit der Bewegung. Sehr schön. Ja? Tut mir was für unsere Hüfte. Genau. Wir merken natürlich, wir bringen uns da aus dem Gleichgewicht. Da müssen wir austarieren, auch da wieder. Unsere Fußsohle, die wir heute schon aktiviert haben in der Früh, auch die ist immer im Einsatz. Spürt man unten, gell? Sprunggelenk, gut, ja, sehr fein. Da kräftigt man auch gleichzeitig, ja? Sehr schön. Oder wie gesagt, kleine Achter, kleine. Fangt sie mal an mit kleinen Achtern und dann größer werden. Ich habe mal gesehen bei einer Dame, wo ich zum Geburtstag war, die hat so gehudelt. Nein, nicht hudeln. Lasst euch Zeit, stellt euch hin, zack. Schön langsam. Gut. Wir wechseln das Bein, ja, anderes Bein und auch da wieder. Kleine Bewegung. Und dann für die Profis unter uns kann man die große Bewegung machen. Sehr fein. Ja. So, genau. Schön kreisen da. Okay, einmal stellen wir noch ab, nehmen jetzt unser ganzes Bein und probieren einmal da einen Achter entweder am Boden zu zeichnen oder die Profis unter uns strecken einmal nach vor und machen das so. Oder mal nur in der Mitte zum Beispiel, geht auch. Also ihr schaut einmal drauf, wie gut geht's mir, wie fühle ich mich heute, kann ich weiter nach oben gehen bis zur Profi-Variante, dass ich es rauskriege und von Agel an zum Wackeln. Gut, anderes Bein. Ja, hopsi, also, genau, verwurzeln und auch da beginnen wir zunächst einmal unten, sehr schön, und dann gehen wir nach oben, so gut es geht, sehr fein, gut macht ihr das, okay, ich erlöse euch jetzt, sehr gut, puh. Nächste Übung ist eine neue, die wir mit dabei haben. Und zwar schauen wir, dass wir schulterbreit stehen. Sieht folgendermaßen aus. Da geht es darum, um die Rotation unserer Hände, unserer Arme. Damit verbessern wir natürlich die Mobilität auch im Schultergelenk. Und zwar seitlich angelegt, geht es einmal nach oben. Ja? Die Hände, Handflächen rotieren. Übung 1. Nach oben. 1. Okay? So. Der nächste Schritt ist 1, 2, 3 und dann klatschen wir. Ja? Also 1, 2, 3, klatschen. Zack. Und das machen wir. Okay? Zack. Rauf, runter, klatschen. Ja, sehr gut. So, und da kommt die Steigerung. Wir gehen nach oben. Auch da. Und jetzt strecken wir unsere Hände, Handflächen nach oben und drehen diese aber aus. Da haben wir auch die Rotation. Drehen diese aus, kommen zurück, nach unten und klatschen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Und das machen wir jetzt da. Ja, super. Oben, zurück, auf, klatschen, ja. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn alle Zuseher, die heute mit dabei sind, und ich bin mir sicher, da sind wir weit über 100.000, wenn die alle klatschen, wie das klingt in einem Stadion, stellt euch das vor. Das wäre mein großer Traum. Wir alle gemeinsam auf einer Wiesen, da brauchen wir, glaube ich, eine große Wiesen. Ja, nach oben, zack, wieder unten, zack. Also rauf, da,
ausdrehen, Rotation, zurück zur Schulter, nach unten. Okay, und jeder für sich so in seiner Bewegungsgröße. Sehr schön. Also, wieder eine neue Übung, auch koordinativ natürlich ein bisschen Aufgabe. Sehr schön, einmal noch, richtig schön. Und noch einmal geht's nach oben. So, sehr gut. Wir schütteln aus. Wie geht's euch damit? Ja? Nicht einmal so einfach, gell? Jetzt machen wir noch schon was für den Bauch. Und zwar schauen wir, dass wir schulterbreit stehen, geben die Arme nach vor und bewegen uns jetzt nach links, nach rechts. Ja, damit der Bauch auch was davon hat. Also auch wenn jetzt draußen schon der Herbst sich annähert, aber Bikini-Figur im Winter kann auch nicht schaden. Sehr schön. Sehr gut. Und dann machen wir noch. Na, spüren wir schön Bauchel, gell? Sogar der Thies, unser Aufnahmeleiter, steht da hinten und lacht schon, denkt sich, ups, ich sollte vielleicht auch mitturnen, dann könnte ich auch am Abend ein Schnitzel mit einem Isolot essen. Vielleicht können wir den Thies einmal kurz herzeigen. Komm her, mein Thies. Komm her zu mir. Komm her da. Komm her da. Komm her. Komm her, Thies. Komm her. Komm, nach vor. Bauch. Zack. Mitte. Ja, genau. Und rüber. Und sehr gut. Kurz bleiben wir stehen. Jetzt machen wir die nächste Übung. Und zwar Handflächen. Nur innen nach außen. Ja. Und jetzt Handflächen nach außen drin. Schulter nach hinten. Einatmen. Und Handflächen nach vor drin. Ausatmen. Einatmen. Sehr gut, machst du das. Und nach vor ausatmen, diese. Genau, und auch hier zu Hause. Handflächen drehen, einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Wie macht er das? Macht sie gut, gell? Und einmal geht's noch. Gut, okay, wir schütteln aus. Ganz wichtig natürlich, was ist, was? Die Zelle, die muss? Die Zelle, die muss schwimmen. Ich freue mich schon auf morgen. Tschüss, Papa, noch einen schönen Tag. Sensationell.